Willkommen zurück bei Dying Light. Der nächste Funkturm wartet auf uns. Und hier ist ein Safe House. Ich komme jetzt nicht hier hoch. Wenn das... Safe House auch mal eben sicher machen. Wenn wir schon mal hier sind. Uiuiui. Komm, mach an den Strom hier und zack. Oh, da haben wir einen kleinen Runner hier. Oh, jetzt hat er mich da erwischt. Hallo. Ja, wo kommt ihr denn eigentlich alle her? Leute, Leute, Leute. Na also, Mann, Mann, Mann. Hallo. Ja, säubern Sie das Areal und schalten Sie den Strom wieder ein. Mache ich das aber. Ich habe nur so einen Koloss im Weg. Ja, ich brauche erstmal ein bisschen Ausdauer. Hey, hey, hey. Er hält ganz schön was aus, hier, der Kerl. Jetzt mach kaputt da. Gibt's ja gar nicht. Na also. Warum nicht gleich so? Geht doch. So, nächstes Safe House sicher. So, jetzt machen wir uns auf den Weg zum nächsten Turm hier. Was ist denn hier los? Soll's auch, du Arschkrampe. Ich sitze überhaupt nicht in der Scheiße. Ei, verfehlt. Ey, du Arschkrampe. Guck, guck. Ende Gelände, verstehst du? Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch H gedrückt, ey. Soll ja Mist. Ich sollte echt weniger kämpfen, ey, das ist für den Arsch. Renn davon, du Weichei. Ja. Na egal. Alter, die greift mich trotzdem an. Na dann. Oh,
Komm her, mein Freund. Bleib weg von mir! Verdammt! War das schon alles? Leg dich nicht mit mir an, mein Freund. Du hast verloren. So, jetzt aber über Umwege zum zweiten Turm. Mein Fix hier Leichen plündern. Okay, auf geht's. Ey Karim, was ist, wenn der zweite Sender auch kaputt ist? Du meinst wohl, was dir blüht, wenn du Reis enttäuscht? Ganz einfach, ein grausamer Tod. Ah, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Perfekt. Alles immer mitnehmen, was man so finden kann. Was haben wir denn da? Guck mal hier, eine Tasche und ein kurzes Fischmesser. Wie viele Meter haben wir denn da noch? Ach, da hinten ist ja schon der nächste Turm. Ist ja gar nicht so weit, wa? Ja, laufen über die Brücke hier ist am einfachsten, glaube ich. Aus dem Weg, aus dem Weg. Lasst mich durch. Oh, da ist ein Polizeiwagen. Eieiei. Ah, hier ist auch ein Polizeiwagen. Vielleicht knacken wir dann mal das Schloss hier. Vielleicht ist da eine Waffe drin. Na? Nein, knapp. Nein. Das gibt's gar nicht. Ich verballer hier. Ach, ich muss auf Entwürfe gehen. Dietrich, ey, das ist der Hammer. So. Bin da echt ein bisschen zu forsch, glaube ich, ab und zu mal. Ah, jetzt haben wir es. Komm, bitte lass eine Waffe dran sein. Ein Klappmesser. Und? Ein Kreuzritter. Naja, schade. Was haben wir hier noch drin? Ah, nochmal Schloss knacken. Nein! Weg. Da war irgendwas. Okay, doch nicht. Oh, Medikit. Medikit immer gut. Immer her damit. Okay. Auf zum Turm jetzt. Oh, hier ist noch ein Rettungswagen. Soll man hier vielleicht auch nochmal knacken? Na. Na. Ah, jetzt.
Oh, zwei Medipacks. Das ist natürlich noch besser. So, wo kommen wir jetzt hier hoch? Ah, von da aus kommen wir mit Strom. Ich bin beim zweiten Antennenturm. Der Zaun steht unter Strom. Ich glaube, da ist jemand. Das ist Alexei. Möglicherweise auch noch sein Sohn Christoph. Beides Nervensägen. Warte sie nicht. Du musst dort rein und den Transmitter einschalten. Okay. Was zum Henker willst du? Ich wollte mal kurz Hallo sagen. Ich muss auf den Turm rauf. Wieso denn das verdammt nochmal? Für Rais. Er schickt mich her. Du siehst mir gar nicht wie einer von Rais Leuten aus. Okay, ich sag Rais einfach per Funk, dass ihr mich nicht reinlasst. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Du willst hoch? Gut, na los, dann kletter rauf. Okay. Ich kann das nicht mehr. Sprich nicht so laut. Sollen Sie mich doch hören? Christoph, was ist los mit dir? Wir versuchen hier am Leben zu bleiben. Vater, das sind Mörder. Das sind sie. Ja, wir arbeiten für sie. Und genau deswegen sind wir noch nicht tot. So, wo komme ich dann am besten jetzt hier hoch? Du solltest weniger deine große Klappe und eher dein Hirn gebrauchen. Sonst geht's uns beiden an den Kragen, Christoph. Ja. Oh, wir können mal eine ganz normale Leiter nehmen. Wahnsinn. Ja, die Leiter ist natürlich wieder zu, das ist klar. Oh. Ich hoffe echt, die Scheißkletterei war es wert. Das hoffe ich auch. Wahnsinn, 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 ey. Wow, 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 wow. So, jetzt sind wir auf der richtigen Höhe. Und komm schon. Ja, jawohl. Das Ding ist immer noch intakt. Mal sehen, ob es die Mühe wert war. Hey, Karim. Der zweite Sender läuft jetzt. Funktioniert's? Karim, hörst du mich? Klar und deutlich. Gut gemacht. Du findest allein zurück, ja? Ja, ja, okay. Kriege ich hin. Ja, 459 Meter, wir machen eben Schnellspurt dorthin. Zack. Ja, gehen wir mal ein bisschen den Bus durchsuchen hier. Ah, Mull, guck mal an. Da ist auch noch was. Eieiei. Ist aber nichts wie raus hier. Spike, Kyle hier. Hier ist ein Gebäude, das mit Quarantäneband abgesperrt ist. Weißt du was darüber? Infizierten wurden aus den umliegenden Krankenhäusern dorthin gebracht. Das System brach aber bald zusammen und das Gebäude wurde aufgegeben. Es gibt dort Massen an Untoten. Du warst das, oder? Rahim? Die Antennen. Brecken hat's mir gesagt. Die Verbindung ist jetzt glasklar. Ja, das war ich. Und jetzt bin ich wieder auf dem Weg zu Rais. Um Antizin zu holen? Genau das. Gut gemacht. Das hilft allen. Ganz besonders Dr. Sarah und Dr. Camden. Sie können ohne Rauschen miteinander sprechen. Zum allerersten Mal. Wir sehen uns im Turm. Ich komme hin, so schnell ich kann. Ja, wenn ich bis dahin noch leben sollte. Weil ich hier von Zombies hier gejagt werde. Hep. Oh, scheiße. Na, komm hoch da, zack.
aus dem Weg, Leute. Ich will euch doch gar nichts tun. Ich bin doch ganz lieb. Wow. Hey, Crane. Hast du mal kurz Zeit? Ich habe hier jemanden, der sich mit dir unterhalten will. Hä? Wer? Ist da Kyle Crane? Wer will das wissen? Ich heiße Troy. Ich führe eine kleine Gruppe Überlebender in Sektor 0 an. Wir nennen uns die Glut. Sektor 0 ist vollkommen isoliert, Mr. Crane. Bevor sie den Funk wiederhergestellt hatten, wussten wir nicht, ob in der Stadt sonst noch jemand am Leben ist. Nun, ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Sie haben uns wieder Hoffnung gegeben. Tja, gern geschehen. Sollten Sie irgendwann mal unsere Hilfe benötigen, dann lassen Sie es uns wissen, Crane. Ja, alles klar. Ist nett von euch. Und ich bin wieder der gutmütigste Mensch hier. So, jetzt hole ich mir erstmal eine Bezahlung ab hier. Wenn ich mich hier schon so halbtot prügeln lasse. Der Job ist erledigt. Jetzt muss ich zurück zu Raiz und das Antizin holen. Ja. Bin mal gespannt, ob wir das kriegen. Tja, du hast nicht nur Karims Auftrag ausgeführt, sondern bist auch heil wieder zurück. Bravo. Bekomme ich jetzt Antizin? Du meinst, ich sei so leicht zufriedenzustellen? Du musst noch einiges beweisen. Schau, wir brauchen das Mittel dringend. Gib es mir jetzt, dann komme ich zurück und tu, was du willst. Du kriegst das Antizin, wenn ich es sage. Keine Sekunde früher. Wie gesagt, man kann mit mir reden. Tust du, was ich von dir verlange, gebe ich dir nicht nur eine, sondern gleich zwei Kisten Antizin. Also gut. Was soll ich für dich erledigen? Das ist ein bisschen was anderes als die Antennensache. Du brauchst mehr Überzeugungskraft. Den eigenen Willen durchsetzen. Die eigenen Regeln machen. So wird man zum Mann. Lebst du nach deinen eigenen Regeln, Crane? Oder bist du jemandes Marionette? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Sprich mit Karim, sonst beschließe ich, dass du es nicht wert bist. Punkt und so weiter, ne? Oh, einen neuen Überlebensrang haben wir freigeschaltet. Da gucken wir doch gleich mal rein. Was wir denn da so haben? Werden Sie ein besserer Reparateur? Beim Reparieren einer Waffe wird oft der entsprechende Slot nicht gebraucht. Lernen Sie, wie man Elektrozaunfalle einsetzt. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber das mit dem Reparieren, da die Waffen immer häufig kaputt gehen, halte ich das erstmal für ein bisschen sinnvoller. Okay. Was meinst du, wann uns das Essen ausgeht? Mal gucken, ob er hier noch im Shop noch was Neues hat. Ob wir irgendwas verkaufen können hier. Oh, können wir ein bisschen was verkaufen hier. Erstmal die ganzen Wertsachen weg. Ein Gasrohr, erstmal 24 Schaden weg. Einfach 3 weg. Schilfmesser 39 weg. 26 geht weg. Maurerhammer 41. Was macht denn das Klappmesser? Das macht 40. Der ist total in den Fritten. Den kann ich ganz verkaufen. Der macht 46. Der macht 39. Den kann ich auch nicht mehr gebrauchen. Ganz auch verkaufen. 57. 51. Ja, gut, da muss ich gleich noch mal ein bisschen durchseppen hier. So, was hat er denn zu kaufen hier? Schwere Feuerwehraxt. Kostet ja nur knapp 8000. Ist klar. So, wir gucken mal rein. Wir haben nur noch eine Waffe ausgerüstet. Das ist nämlich unser Clownhammer. Mit 46. Dann haben wir jetzt hier den Armeespaten. Der macht 48. Ja, die simple Hacke, die ist auf jeden Fall Nummer 1. Der Maurer macht 41, der macht 51. Ja, danach ist klar. Kommt hier das Ding. Ja, und dann hauen wir nochmal ganz zum Schluss den Armeespaten da rein. So, können wir jetzt an der Hacke irgendwas verbessern?
Handling. Champion 3 plus 1 plus 12. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Hauen den Champion da drauf. Yep. Und wir haben ja noch ein bisschen mehr, was wir machen können. Die Benjamin Franklin Mod zum Beispiel. Oder ein Industrieegel, den können wir draufsetzen. Wir hauen mal die Benjamin Franklin Mod da drauf. Ah ne, warte mal, geht ja gar nicht. Doch, da auf die Hacke. Fertig. Okay. Gut, jetzt holen wir uns erstmal unsere Bezahlung ab hier. Ah, mein Freund. Reis mag dich, das weiß ich. Ja, woher? Weil du immer noch am Leben bist. Die Aufgabe ist kinderleicht. Du musst in einigen Siedlungen hier in der Gegend bloß was abholen. Oh, genau. Zuerst ist Jafars Werkstatt dran. Direkt östlich von hier. Aber denk daran, dass nicht alle, mit denen du es heute zu tun hast, kooperativ sein werden. Doch ich bin sicher, du wirst sie überzeugen können. Meinst du nicht? Tja, muss ich wohl. Das klingt so ein bisschen nach Schutzgelderpressung. Naja, okay. Machen wir aber in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.